Hallo und herzlich willkommen. Ich darf euch begrüßen. Ich freue mich ganz herzlich, dass ihr am Start seid. Und heute, meine Freunde, gibt es mal wieder etwas Lehrreiches. Das heutige Video soll sich rund ums Ganken drehen. Der Jungler in League of Legends ist eine unglaublich wichtige zentrale Säule des Teams. Wenn er nicht weiß, was er tut, dann sieht das Game schon generell sehr, sehr schlecht aus. Nicht umsonst wird immer sämtliche Schuld auf den Jungler geschoben. Ob zu Recht oder unzurecht, das sei mal dahingestellt, aber so wird's meistens gehandhabt. Und damit genau diese Schuld eben nicht auf euch geschoben wird, wollen wir uns heute damit ein bisschen beschäftigen und uns das Ganze mal etwas näher anschauen. Bevor wir uns allerdings direkt mit dem Ganken beschäftigen können, müssen wir uns erstmal mit was anderem beschäftigen. Und zwar ist es nämlich sehr, sehr wichtig zu wissen, warum man welche Lane überhaupt gankt. Wir fangen erstmal oben an, und zwar auf der Top-Lane. Die Top-Lane grundsätzlich ist erstmal eine Lane, wo meistens Bruiser und Fighter gespielt werden. Das heißt, Champions, die AD-Schaden machen, die meistens Nahkämpfer sind und hohes Kill-Potenzial aufeinander haben. Diese hohe Kill-Pressure setzt sich aus verschiedenen Punkten zusammen. Zum einen haben wir hier meistens Champions, die über CC verfügen. Das heißt zum Beispiel einen Rennington-Stun, einen Riven-Stun, Irelia-Stun etc. Hinzu kommt aber noch, dass wir auf der Top-Lane meistens zwei Nahkämpfer haben. Das heißt, die stehen sich direkt gegenüber und wenn da ein Fight entsteht, ist die Chance wegzukommen relativ gering. Vor allem in Kombination mit, und das ist ein sehr, sehr wichtiger Gankpunkt, diese Lane ist super, super lang. Das bedeutet nicht den Weg von unten nach oben, sondern der Weg vom eigenen Turm bis zum gegnerischen Turm. Wenn also in der Mitte der Top-Lane ein Kampf entsteht, dann kannst du nicht mal eben einfach so wie in der Mid-Lane zum Turm flashen, sondern du musst noch ein ganzes Stückchen bis zum Turm sprinten, was die meisten dann doch nicht mehr schaffen. Schauen wir uns doch erst einmal die Mid-Lane an. In der Mid-Lane haben wir ebenfalls wie auf der Top-Lane meistens Champions, die über irgendeine Art von CC verfügen. Das heißt Spells wie Roots, Stuns oder Slows. Außerdem verfügen diese Champions meistens über sehr viel Schaden, während der Gegner, den sie bekämpfen, sehr wenig aushält. Das heißt, man kann ungefähr sagen, wir haben in der Mitte zwei Glaskanonen, die sich versuchen, gegenseitig zu zersplittern. Und die Kirsche auf dieser Sahnetorte ist, dass diese Glaskanonen keine Räder haben. In den wenigsten Fällen haben diese Champions Dashes oder Sprünge oder irgendwas, um sich zu verteidigen. Klingt also alles erstmal perfekt für eine Lane, die man ganken möchte. Jetzt kommt aber ein großes Problem dazu, und zwar ist diese Lane, wie gerade schon erwähnt, sehr, sehr kurz. Das heißt, der Weg vom eigenen Turm bis zum gegnerischen Turm ist relativ gering, zumindest im Vergleich zur Top-Lane. Und das Ganze wird noch getoppt, indem wir meistens zwei Fernkämpfer haben. Das heißt, die stehen sehr weit voneinander weg und können sich meistens mit einem Flash in den eigenen Turm schon retten. Die Midlane generell ist also deutlich schwerer zu ganken als die Toplane. Dann kommen wir zur Botlane. Hier haben wir eine wieder sehr lange Lane mit insgesamt 4 Personen. Das klingt auf jeden Fall schon mal nach perfekter Clown-Fiesta, was in den meisten Fällen tatsächlich auch so ist. Die Botlane allerdings zu ganken ist sehr, sehr schwierig. Stellt euch einfach mal vor, ihr wollt einem Kind den Luftballon zerstechen mit einer Nadel, ja? Weil ihr lustig seid, weil es euch Spaß macht. Wenn allerdings der Vater die ganze Zeit daneben steht, dann ist das tatsächlich sehr, sehr schwierig. Denn wenn ich seinen Ballon zersteche, dann zersticht der wahrscheinlich mein Gesicht. Das heißt, wir haben auf der Botlane eine Person, die quasi nur den Babysitter spielt und die ganze Zeit auf den anderen Dude aufpasst. Und seine Mission sollte zumindest eigentlich sein, dass er die ganze Zeit aufpasst, dass er nicht gegankt wird und irgendwie stirbt. Was noch dazu kommt, ist, dass wir oft auf der Botlane Champions haben wie Janna oder Soraka, die über keinerlei offensiven Fertigkeiten verfügen, um den Gank irgendwie zu unterstützen. Wenn du dann mit deinen drei Schwertern, der Kriegsachse auf dem Rücken und dem Mega Metzler 3000 angestampft kommt und da einfach nur so eine kleine Sternschnuppe vom Himmel fällt und das schon alles war, dann ist man doch relativ enttäuscht. Jetzt, wo wir ungefähr wissen, was auf den Lanes so abgeht, ist es wichtig zu wissen, was für einen Impact hat denn unser Gank auf einer gewissen Lane eigentlich. Warum ganke ich diese Lane? Die Top-Lane ist die Lane, wo wir gesagt haben, die ist sehr, sehr einfach zu ganken. Da kommen schnell Kills bei rum und bei solchen Champions, die da oben sind, die snowballen extrem stark. Wir haben zwei Nahkämpfer, die sich gegenseitig auf die Fresse hauen. Und wenn die nah an nah stehen und der eine einfach einen 42er Bizeps hat und der andere einfach nur einen 31er Bizeps, dann ist ganz schnell klar, wer hier der Gewinner ist. Das heißt, diese Lane ist unglaublich snowballlastig. Wenn euer Top-Laner 2-0 hat, dann wird er dem gegnerischen Top-Laner die ganze Zeit auf die Fresse hauen, alle beide seine Türme einnehmen und ab und zu vielleicht auch noch den Jungler wegficken. Top-Laner sind außerdem besonders gut, um ein Game früh zu enden. Ja, das heißt, ihre Stärke liegt vor allem im Early-Game und im Mid-Game, ist natürlich matchabhängig. Es gibt auch Champions wie Jax, die übelst krass ins Late-Game skalieren, aber grundsätzlich sind sie Mid-Game-Champions. Ich meine, wir alle kennen diese Top-Laner, die einfach auf der Top-Lane reinfeeden, der Gegner dann 3-0 ist und sich dann wundern, warum die am Turm gedeift werden. Ich kann nichts machen, ich werde einfach von ihm am Turm gedeift. Der riesengroße Vorteil, die Top-Lane also zu ganken, ist, dass es meistens ein Schneeball ist, den ihr nur ein bisschen Starthilfe geben müsst, dann rollt er von ganz alleine. Ganks in der Mitte haben unterschiedlichen Einfluss. Wir haben hier zwei verschiedene Kategorien an Champions. Das eine sind Magier, die sind meistens so im Midgame und Late-Game stark, das heißt sowas wie Orianna. Wenn man diesen Champions also hilft, dann werden sie jetzt nicht extrem krass ausrasten und dem Gegner übers Gesicht rollen, auch wenn sie eine Kugel hat. Aber man hilft ihnen deutlich schneller ins Late-Game zu kommen und wirklich stark zu werden. Die andere Kategorie, die wir noch haben, das sind die Assassinen. Champions wie Zed, Talon, LeBlanc, Fizz und so weiter. Diese Champions könnt ihr euch vorstellen wie Menschen, die ein Schild in der Hand haben, wo drauf steht hochexplosiv. Es gibt zwei Möglichkeiten, die bei diesen hochexplosiv Menschen passieren können.
Die erste Möglichkeit ist, sie werfen ihre hochexplosive Ladung auf den Gegner, zerfetzen ihn und snowballen das komplette Game, gehen 6-0 in der Lane und zerfetzen einfach alles. Die andere Möglichkeit bei diesen Champions ist, diese hochexplosive Ladung explodiert in deren Händen, diese Champions gehen 0-4, sind komplett nutzlos und verlieren euch das Spiel. Hier sollte auf jeden Fall jeder merken, diesen Champions zu helfen oder eben nicht zu helfen, kann über Sieg oder Niederlage entscheiden. Der vermutlich beste Punkt, dem Midlaner zu helfen, ist außerdem, dass ihr einen zweiten Jungler kreiert. Das heißt, wenn er seinen Gegner in der Mitte zweimal kaputt macht oder vielleicht dreimal kaputt macht, ihr sagt, okay, ihr gankt die Toplane, euer Midlaner sagt, er gankt in der Zeit die Botlane. Er nimmt euch also quasi Gankarbeit ab, die nicht komplett auf euch lasten bleibt. Die Botlane. Botlane-Ganks sind im Prinzip so wie Bausparverträge abschließen. Das heißt, wenn ihr den Bausparvertrag abschließt und auf der Botlane einen Kill erzielt, dann habt ihr in dem ersten Moment gar nicht so wirklich viel davon, weil wir auf der Botlane immer AD-Carries haben und die skalieren halt einfach ins Late-Game. Das heißt, diese rasten nicht so krass aus mit zwei Kills, als wenn du einen Thunderman mit zwei Kills hast. Thunderman mit zwei Kills bedeutet, dass dein Inhib weg ist. Aber je länger das Game geht, also auch der Vertrag läuft, umso mehr Profit macht ihr daraus und im Endeffekt kommt ihr schneller an euer Haus dran oder eben auch an eurem fetten AD-Carry. Was ist also nun der Gameplan? Ich würde sagen, in 80% der Games wird die Toplane als erstes gegankt. Solange da nicht irgend so ein riesen Tank rumsteht, haben wir da nämlich einen Schneeball rumliegen, der Unterstützung beim Anschieben braucht. Mit Anschieben sind übrigens 2-3 Ganks oder Kills auf der Toplane gemeint. Ich habe schon Matches gehabt, wo ich auf der Toplane war und der gegnerische Jungler mich permanent gecampt hat, das ganze Game lang, und sein eigener Toplaner etwas vorangetrieben hat. Unser eigener Jungler hat unseren AD-Carry vorangetrieben und das, was im Endeffekt dann irgendwann passiert, ist, dass unser AD-Carry den gegnerischen Toplaner outscaled. Gerade im tiefen Late-Game können Toplaner meistens nicht mehr so viel gegen den AD-Carry machen, vor allem, wenn es so etwas wie eine Vayne ist und du dann noch so einen Braum oder irgendwas mit CC dabei hast. Der gegnerische Toplaner wird exhausted, wird CC'd und der AD-Carry knallt den einfach ab. Das kann man natürlich nicht auf alle Toplane-Champions pauschalisieren, es gibt da sicherlich auch einige, die da ein bisschen hervorstechen, aber grundsätzlich, ja, jetzt braucht ihr auch nicht groß rumfallen, ne, Tobi, ich mach aber alle AD-Carries platt, ich bin voll der gute Toplaner. Im Midgame macht ihr das auch, aber im tiefen Late-Game wird es wirklich sehr, sehr schwierig, wenn der AD-Carry und der Supporter ein Gehirn haben. Ein weiterer Grund, warum man nicht zu oft die Toplane campen sollte, ist die Dragon Control. Jedes Mal, wenn der gegnerische Jungler euch oben sieht, dann wird er einfach den Dragon machen und ihr könnt ihn nicht davon abhalten. Die Kernessenz daraus ist also, fokussiert euch nicht zu sehr auf die Toplane, treibt sie etwas voran, aber dann solltet ihr wirklich versuchen, andere Lanes hervorzubringen. Man kann aber keine feste Gank-Reihenfolge festlegen. Das heißt, man sagt nicht, ja, erst Toplane, dann Midlane, dann Botlane oder irgendwie sowas. Sowas gibt's nicht, denn jedes Game ist einzigartig und anders und muss auch so betrachtet werden. Beschäftigen wir uns nun also mit Matchups. Fangen wir zunächst auf der Toplane an. Eine Toplane, die man absolut ganken sollte, wäre Renekton vs. Irelia. Zwei Nahkämpfer, Renekton ist unglaublich stark im Early Game, hat zwei Dashes, hat einen Stun und kann sehr, sehr krass snowballen. Eine Toplane, die man zum Beispiel nicht ganken sollte, wäre Mordekaiser vs. Galio. Mordekaiser kann zwar stark sein und wird oft unterschätzt, aber dieser Dude hat einfach keine Mobilität und hat einfach keinen CC. Und der Schaden im Early Game ist auch nicht der krasseste. Dazu haben wir einen gegnerischen Galio, der ein Magic Schild hat, relativ tanky ist und dashen kann. Toplane-Matchups, die ihr auf jeden Fall ganken solltet, sind Dudes, die mit Ignite spielen. Das heißt zum Beispiel Talon mit Ignite, Pantheon mit Ignite oder Thunderman mit Ignite, egal wer da mit Ignite steht. Diese Leute haben übelste Kill-Pressure im Game und die wollen auf jeden Fall den Kill machen und sind im Prinzip ebenfalls Leute mit einem Hochexplosivschild. Machen sie diesen Kill, snowballen sie ultra krass und zerstören das gegnerische Team. Werden sie gegankt und gekillt, dann explodieren sie meist selbst und sind nutzlos. Matchup-Beispiel in der Mitte. Gutes Matchup, Twisted Fate gegen Syndra. Twisted Fate hat ganz guten Schaden und er hat eine freaking fucking Stun-Karte, während Syndra super immobil ist und gerade im Early Game schnell zu killen ist. Schlechtes Gank-Beispiel in der Mitte, Vladimir gegen Morgana. Vladimir hat im Early Game relativ wenig Schaden, hat hohe Cooldowns, hat keinerlei CC außer seinen komischen Pool und Morgana hat dazu noch ein Spellshield und ein Bind. Ist also eine Lane, die sich nicht so krass lohnt zu ganken und wo ihr viel Zeit verschwendet. Botlane-Matchups. Draven, Leona. Draven ist übrigens der einzige AD-Carry im Early Game, den ihr auf jeden Fall vorantreiben wollt, weil dieser Dude einfach extrem krass snowballen kann. Draven ist wie gerade gesagt übel stark im Early Game, hat sogar ein CC mit seiner E und ein bisschen Lauftempo und Leona ist natürlich die Engage-Maschine, hat sehr, sehr viel Schaden und ordentlichen CC. Habt ihr eine Vayne-Junna-Kombination auf der Botlane, dann könnt ihr einen Gank hier wahrscheinlich sehr, sehr vergessen. Wenn ihr nämlich dahin geht, wird genau gar nichts passieren. In dem besten Fall kann Vayne noch jemanden ehen und vielleicht noch so ein kleiner Tornado, das war's dann aber auch schon. Der einzige gute Grund, diese Lane zu ganken, wäre den gegnerischen Dudes ein bisschen HP abzuziehen, vielleicht noch einen Summoner rauszuziehen und der eigenen Botlane ein bisschen mehr Luft zu verschaffen. Nehmen wir einfach mal den Fall, die Gegner haben ebenfalls einen Jungler mit Gehirn und er hat einen Pantheon mit Ignite auf der Toplane, dann will er natürlich absolut den Toplane-Pantheon nach vorne bringen und ihn ganken. Wahrscheinlich sogar mit Level 3. Ihr habt vermutlich allerdings genau die gleiche Priorität, die Toplane mit Level 3 zu ganken, weil der gegnerische Pantheon ja der Dude mit dem Schild mit dem Hochexplosiv ist und ihr wollt, dass er ja selber in die Luft fliegt. Und nicht ausrastet vor allem.
Wenn es sich jetzt also rausstellt, dass der gegnerische Jungler und ihr die Toplane ganken wollt mit Level 3, dann müsst ihr euch die wichtige Frage stellen, könnt ihr im schlimmsten Fall ein 2 vs 2 gewinnen? Haben die Gegner also einen Pantheon mit Ignite und einen Lee Sin im Jungle, Lee Sin ist vermutlich einer der stärksten Early-Game-Jungler oder auch sowas wie Kha'Zix, und ihr habt eine Irelia mit Teleport auf der Toplane und seid selbst ein Maokai, dann ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass ihr das 2 vs 2 verliert und im schlimmsten Fall 2 Kills an den Gegnern abgibt. Hier wäre es vermutlich ratsam, euren Toplaner übelst krass zu alarmieren, zu sagen, ja, Lee Sin wird gleich ganken, dies und das, vielleicht sogar für ihn zu warden, den gegnerischen Jungler zu spotten und am besten dann ein bisschen jungeln und eine andere Lane ganken. Man kann aber auch versuchen, Schadensbegrenzung oder einen Countergank zu machen. Das heißt, wenn die Gegner zu deep gehen, vielleicht am Tower diven und genau dann seid ihr nämlich da. Aber bleiben wir mal beim Gameplan. Oft gibt es eine Win-Condition im Team, ja, eine Lane, die dir das Game gewinnen wird. Nehmen wir an, wir haben auf der Top-Lane einen Maokai, im Jungle einen Rammus und in der Mid-Lane eine Morgana. Das heißt, wir haben drei Lanes, die relativ tanky sind und nicht so viel Nützlichkeit bieten. Auf der Bot-Lane haben wir aber einen Kog'Maw. Das heißt, die einzige Möglichkeit, dieses Game zu gewinnen, ist sehr wahrscheinlich den Kog'Maw voranzutreiben, weil er die einzige wirklich gute Damage-Quelle im Team ist. Es macht also relativ wenig Sinn, hier die Toplane und Midlane zu campen, und man sollte auf jeden Fall der Botlane helfen. Auch macht es wenig Sinn, einen Tank-Toplaner oder einen Early-Game-Toplaner zu helfen, wenn er behind ist. Das heißt, wenn er einen Rennington haben, der 0-2 steht, wenn wir ihm dann übelst krass ganken und helfen und ihn auf 3-2 bringen, wird er wahrscheinlich, weil er ein Early-Game-Champ ist und wir mittlerweile Mid- oder Late-Game da sind, trotzdem nicht viel ausrichten können. Und ob ein Tank 0-2 steht oder 2-2 steht, wird er auch den Braten nicht rumreißen. Das heißt, auch in diesen Fällen könnte man dann lieber sagen, okay, ich helfe statt der Toplane lieber die Midlane oder die Botlane, auch wenn der Toplaner dich als Hurensohn oder Idiot bezeichnet. Ihr solltet also auf jeden Fall immer nach der Win-Condition im Game schauen, also welche Lane euch das Game gewinnen wird oder sehr, sehr wichtig für das Game ist. Es kann natürlich auch andersrum sein. Wenn ihr einen Draven auf der Botlane habt, ja, jetzt diskutieren wieder viele rum, ich finde Draven im Late-Game einfach übelst bad. Und wenn der jetzt schon suckt, ihr allerdings einen Jax auf der Toplane habt, der im Late-Game übelst krass ausrastet und vielleicht sogar einen Asi in der Midlane, dann könnte es sich mehr lohnen, diese beiden Lane zu ganken, anstatt den Draven voranzubringen, der eh sucken wird. The Draven-Hate is real, sorry. Guys. Win-Conditions können aber alles mögliche sein. Nehmen wir an, ihr habt ein Full-AD-Team, habt aber glücklicherweise noch einen Brand-Support mit dabei, der ja ganz guten AP-Damage macht, nicht selten auch den meisten im Late-Game. Das heißt, hier könnte zum Beispiel ein sehr guter Fokus sein, den Brand-Support voranzutreiben, indem man die Botlane gankt. Er muss ja nicht zwingend die Kills kriegen, Assist-Gold, Tower-Gold etc. Und damit kann er sich so viel AP leisten, dass die Gegner nicht Full-Armor gehen können. Eine andere Win-Condition kann genauso sein, dass man sagt, okay, die Win-Condition liegt gar nicht in unserem Team, sondern im gegnerischen Team auf der Botlane Kog'Maw. Wenn wir dieses Spiel gewinnen wollen, ist es wichtig, dass der Kog'Maw feedet und stirbt. Der darf nicht ins Game reinkommen. Die Priorität liegt hier also in erster Reihe gar nicht darauf, unsere eigene Botlane voranzubringen, sondern vor allem die gegnerische Botlane zu ficken. Gegen Kog'Maw im Late Game Games gewinnen, das kannst du knicken. Wir haben in diesem ersten Part jetzt leider noch nicht direkt über den Vorgang des Ganken sprechen können und viele von euch sind wahrscheinlich so, dass sie sagen, ja, sie haben sich den ultimativen, ultra krassen Trick erhofft. Ja, das heißt, ihr drückt diese Combo und dann macht ihr die Challenger-Elo direkt. Und das, meine Freunde, ist ein Denken, was ich sehr, sehr falsch finde. Ja, natürlich gibt es einige Tricks, die nützlich sein können, aber das Spiel besteht aus viel, viel mehr und man muss das Spiel wirklich verstehen, warum bestimmte Prozesse, warum bestimmte Dinge passieren im Game und wann sie passieren, wieso sie passieren. Und wenn ihr nicht wisst, warum ihr welche Lane ganken solltet, dann könnt ihr die Challenger-Tricks des Todes drauf haben, dann werdet ihr am Ende wahrscheinlich trotzdem vom 12-0 Kog'Maw umgerollt. Wenn ihr jetzt trotzdem gesagt habt, es hat euch gefallen, es waren coole Informationen und es hilft euch auf jeden Fall weiter, dann machen wir natürlich weiter und machen einen zweiten Part, wo wir uns dann auch mit dem Ganken beschäftigen. Außerdem können wir natürlich parallel noch andere Themen besprechen, wo ihr vielleicht Bock drauf habt. Liked auf jeden Fall mal die Vorschläge von den Leuten, wo ihr sagt, es ist ein cooles Thema, da wollt ihr mehr drüber fahren, dann sehe ich nämlich genau, in welche Richtung ihr das Ganze haben wollt. In der Endcard gibt es noch einmal Kaiten wie ein Pro, da lernt man auf jeden Fall noch was, oder ich habe auch eine ganze Playlist davon. Wünsche euch einen wunderschönen Tag, auf Wiedersehen und tschüss.